Es gibt ganz viele Gründe, warum es keinen Sinn macht, Immobilien zu kaufen. Heute gehe ich mal auf die Top 7 Gründe ein. Und zwar, das sind die Top 7 Gründe, die immer wieder unter den verschiedenen Videos erscheinen. Und die wollen wir uns mal genauer anschauen. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Martin und auf meinem Kanal Cashflow Coach geht es um deinen Cashflow, wie du diesen verbesserst mit Immobilien und Aktien. Starten wir direkt rein mit dem ersten Grund. Und zwar Thema Unsicherheiten. Es gibt ganz, ganz viele Unsicherheiten da draußen. Du weißt einfach nicht, wie es weitergeht, weil niemand, weder du noch ich, hat eine Glaskugel. Das heißt, wir haben einmal politische Unsicherheiten. Da wird immer wieder Habeck zitiert mit dem Heizungsgesetz und ich gebe dir recht, es werden immer wieder neue Unsicherheiten kommen und es wird immer wieder was Neues Politisches kreiert, sei es damals der Mietendeckel in Berlin. Es werden immer wieder neue Dinge kommen. Heißt aber nicht, dass es gut oder schlecht für die Performance ist. Deswegen gucken wir uns das gegen Ende mal an, was es damit auf sich hat. Dann gibt es noch eine weitere Unsicherheit, und zwar deine private persönliche Entwicklung. Wie wird sich dein Gehalt weiterentwickeln? Wie wird sich dein Job weiterentwickeln? Wirst du bei der nächsten Konjunkturphase, wo wir in eine Rezession laufen, gekündigt? Oder du bist vielleicht selbstständig und kommst einfach in der nächsten Phase an den Punkt, wo du deine Segel streichen musst. Diese wirtschaftliche Unsicherheit besteht natürlich. Nächster Punkt, Thema Marktentwicklung. Wie wird sich der Markt entwickeln? Werden Immobilien steigen? Werden Immobilien fallen? Auch das ist eine gewisse Unsicherheit. Wir können natürlich immer einen Blick in den Spiegel werfen, in den Rückspiegel und lernen aus der Vergangenheit. Es ist aber nicht gesagt, dass es eins zu eins so wieder eintreten wird. Aber wenn wir aus der Vergangenheit lernen, können wir gewisse Indikatoren ableiten, wie sich die Zukunft entwickeln kann. Und last but not least, steuerlich. Es kann sein, dass sich jederzeit etwas steuerlich ändert. Genau diese Punkte sind Punkte, die du nicht beeinflussen kannst. Das ist eine Unsicherheit. Aber ich will jetzt mal was Neues in den Raum werfen, weil es wird immer wieder dann unter den Videos geschrieben, ja, dann kauf doch einen ETF. Ja, aber beim ETF sind die gleichen Punkte auch. Das heißt, du hast auch bei einem ETF, beim Sparplan eine Unsicherheit. Wie wird es weitergehen? Werden Sparpläne irgendwann steuerfrei? Werden sie noch mehr versteuert? Oder wie ist die politische Einschätzung? Wie ist deine persönliche Lage? Wirst du deinen Job verlieren? Dann kannst du den Sparplan auch nicht mehr besparen. Also diese Unsicherheiten gelten meines Erachtens auf beiden Ebenen. Deswegen gehen wir mal direkt in den zweiten Grund. Hier geht es darum zu gucken, ja, die Zinsen sind doch so hoch gestiegen. Das macht doch keinen Sinn mehr. Und ja, ich habe jetzt einfach mal im Niedrigbereich geguckt, was hatten wir finanziert? Wir hatten zu 0,69, also rund 0,7 finanziert, 110% Finanzierungen. Das bedeutet, in der Niedrigzinsphase zu heute sind die Zinsen um 700% gestiegen. Und das ist ein Fakt. Absolut richtig. Die Zinsen sind höher wie damals. Nichtsdestotrotz, du musst immer schauen, von wo kommen wir denn? Und wenn wir uns jetzt einen langfristigen Chart anschauen, Anfang der 90er waren die Zinsen viel, viel höher. Ich habe einen Sparbrief damals gehabt mit 8,25%. Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder sagen, ja, aber dann waren die Immobilienpreise auch anders. Es ist natürlich so, dass Immobilienpreise sich langfristig weiterentwickeln und stetig steigen. Das hat aber eher was mit der Inflation zu tun und weniger mit den Zinsen. Deswegen, da kommen wir später drauf. Hier geht es erstmal darum, gestiegene Zinsen. Was hat das für Auswirkungen? Wenn die Zinsen gestiegen sind, ist es relativ simpel, dann kannst du weniger finanzieren. Das heißt, bei gleichem Gehalt oder bei gleichem Einkommen kannst du einfach ein geringeres Volumen nur noch finanzieren. Das bedeutet, wenn du vielleicht vorher ein Mehrfamilienhaus finanzieren konntest, kannst du jetzt vielleicht nur noch eine Wohnung finanzieren oder ein Einfamilienhaus. Umgekehrt, wenn du vorher eine große Wohnung finanzieren konntest, wird es vielleicht jetzt nur noch ein Ein- oder Zwei-Zimmer-Apartment. Das heißt aber nicht, dass es nicht mehr geht. Ganz, ganz wichtig. Schaue einfach drauf, was möglich ist. Und in dem Zusammenhang, dir sagt bestimmt der Name Robert Kiyosaki was. Rich Dad, Poor Dad. In dem Buch geht es darum, das Mindset so hingehend zu ändern, nicht zu sagen, das geht nicht, sondern wie funktioniert das? Wie schaffe ich es, dass ich ans Ziel komme? Das heißt, stelle dir andere Fragen. Stell dir die Frage, okay, was muss ich tun, um das jetzt zu lösen? Kommen wir schon zu Punkt 3. Hier habe ich einmal zwei Punkte zusammengefasst, die immer wieder kommen. Und zwar zum einen hohe Wartungskosten. Hohe Wartungskosten bedeutet, wenn etwas kaputt geht in der Wohnung, dann musst du das reparieren oder ersetzen. Absolut richtig. Ich gebe dir hier zum Beispiel. Ich habe 2015 meine Wohnung zum Verkauf angeboten, die eine.
in Wiesbaden. Und ich habe auch hier ein Video zu gemacht, wie die Rendite war. Also zwischen Kauf und Verkauf, dass du das wirklich mal sehen kannst. Und ein Monat vor Verkauf, also wir waren schon in der Verkaufsverhandlung, ist die Heizung kaputt gegangen. Ja, passiert. Das heißt, ich habe eine neue Heizung reingesetzt, das war so eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 8.000 Euro. Natürlich hat das meinen Gewinn geschmälert, heißt aber nicht, dass ich jetzt dann keinen Gewinn mehr gemacht habe. Das bedeutet nur, dass der Gewinn reduzierter war. Und warum der immer noch exorbitant hoch war, zeige ich dir später mal. Oder guck einfach nochmal in das Video rein. Das heißt, hohe Wartungskosten, ja, die fallen an, aber die sind in der Rendite in der Regel schon inbegriffen. Das ist nämlich so, dass du die Kosten für die Reparatur absetzen kannst. Das heißt, von den Mieteinnahmen setzt du das an Kosten ab und erst dann wird versteuert. Das heißt, vor Steuern kannst du natürlich einen Effekt noch geltend machen. Und kommen wir noch zum zweiten Punkt, den ich hier in den Grund mit einbinde, Mieterkonflikte. Ich habe das bewusst hier in den Punkt mit aufgenommen. Und jetzt muss ich auch vorsichtig sein, wie ich dir das formuliere, weil es gibt da draußen einige Vermieter, die eine falsche Wahrnehmung haben. Soll ich es mal vorsichtig formulieren. Das bedeutet, man sieht das immer wieder in Vermietergruppen, in verschiedenen Plattformen, auf Facebook und so weiter, dass die schimpfen über ihre Mieter. Die haben aber vergessen, dass der Mieter deren Cashflow generiert und dass es doch sinnvoll ist, dass es dem Mieter gut geht. Und jetzt kommen dann auch weitere Punkte. Ja, Mieterkonflikte, Mietnomaden, hier ganz kurz. Es gibt 1% in Deutschland, das sind Mietnomaden. Wir gucken jetzt auf dieses 1%, anstatt uns die 99% anzuschauen, die einfach ganz normal durchlaufen, wo überhaupt nichts passiert. Punkt 1. Punkt 2, Thema Mieter. Natürlich will ein Mieter eine funktionierende Heizung haben und natürlich hat er dann auch die Möglichkeit zu sagen, hier, ersetz mir das oder mach mir das neu und dann musst du als Vermieter auch gar nicht dagegen kämpfen. Das macht ja wenig Sinn, weil dann, es gibt den Mieterschutzbund, es gibt Haus und Grund auf der Gegenseite. Meines Erachtens macht das keinen Sinn. Ich gebe dir ein Beispiel. Meine erste Immobilie habe ich, wie gesagt, 2005 gekauft und da war es so, ich hatte, glaube ich, in 2006 oder 2007 aus Unwissenheit eine falsche Nebenkostenabrechnung gemacht. Das hatte ich mich um 100, 150 Euro damals verrechnet. Was ist passiert? Die Mieterin hat es geprüft mit dem Mieterschutzbund und der Mieterschutzbund hat mir geschrieben, ja, Kollege, das ist nicht ganz so in Ordnung, das musst du bitte korrigieren. Was habe ich getan? Natürlich habe ich das korrigiert, weil das ist natürlich rechtens und ich habe falsche Dinge drin gehabt. Ich hatte, glaube ich, Inspektionen oder Wartungen noch mit drin gebaut, die damals noch nicht drin sein durften. Das bedeutet, ich habe einfach einen Fehler gemacht. Und anstatt jetzt zu kämpfen und zu sagen, nein, ihr seid alle blöd und ich bin der Einzige, der die Ahnung hat, nein, akzeptiere auch, wenn du mal einen Fehler machst. Und du musst nicht immer gleich zum Anwalt rennen. Setzt euch zusammen, guckt, wie die Lösung ist. Ich habe dann mit der Mieterin, mit dem Mieterschutzbund offen gesprochen, habe gesagt, sorry, mein Fehler, ich mache eine Korrektur und dann läuft das ganz normal durch. Und das gebe ich dir einen Tipp. Wenn ein Konflikt mit einem Mieter ist, dann sieh das als Chance, diese Verbindung zum Mieter noch enger zu machen. Weil in Stresssituationen, in Konfliktsituationen, da siehst du den wahren Kern eines Menschen. Wenn alles gut läuft, wenn alles tutti ist, dann ist es egal. Dann geben sich alle von der besten Seite. Aber wie sieht es aus, wenn mal ein bisschen Anspannung, ein bisschen Stress entsteht? Deswegen hier meines Erachtens, geh ganz entspannt mit den Sachen um. Und es fallen natürlich immer mal Konflikte an, wenn, ganz wichtig, beide dazu bereit sind. Es gehören nämlich immer zwei zu einem Streit. Du kannst gerne versuchen, mit mir zu streiten, aber wenn ich gar nicht drauf eingehe, dann kannst du ja alleine dich beschäftigen mit dir, weil mich interessiert es nicht zu streiten. Ich schaue nach einer Lösung für beide Seiten und dementsprechend findet sich immer eine Lösung. Kommen wir zum nächsten Punkt, Grund Nummer 4. Ja, wir sind doch jetzt in einer Immobilienblase und es macht doch keinen Sinn, jetzt mehr zu kaufen. Mit diesem Argument würdest du nie Immobilien kaufen, weil Immobilien sind über Jahre immer weiter gestiegen. Das liegt an der Inflation. Die Inflation oder die Politik hier in Europa, damals in Deutschland mit der Bundesbank, jetzt mit der EZB, ist so, dass wir eine Inflation von 2% anpeilen. Das heißt, es ist politisch gewollt, dass das Geld immer weniger wert wird. Und deswegen musst du in Sachwerte investieren. Sachwerte sind Gold, Immobilien und Aktien.
Diese drei Dinge sind Sachwerte und die steigen aufgrund des Sachwertes, des Gegenwertes, weiter durch die Inflation. Dadurch ist es so, dass bei einer Immobilienblase die Immobilien immer weiter steigen. Natürlich, wenn eine Blase platzt, wie wir es auch schon gesehen haben, zum Beispiel Florida war da ein sehr, sehr schönes Beispiel 2006, 2007, das ging ja los mit dieser Subprime-Krise durch den Immobiliencrash in Florida. Guck da gerne mal rein, google da gerne mal. Die Immobilienpreise sind wirklich um 30%, 40%, 50% eingebrochen und es gab erstmal keine Käufer. Heißt aber auch, dass du in so Momenten, wenn du kaufst, wirkliche Schnäppchen machst. Ein Arbeitskollege von mir, damals habe ich noch in der Bank gearbeitet, der hat sich zu dem Zeitpunkt ein schönes Häuschen in Florida für $50.000 geschossen. Hey, der hat heute Spaß dran. Das bedeutet, wenn eine Immobilienblase ist, du kannst ganz normal, wenn es sich rechnet, da komme ich auch später in einem Grund drauf, kaufen. Wenn sie dann geplatzt ist, ja super, dann kauf doch nochmal nach. Also das ist ja genauso, wenn du ein ETF hast und jahrelang besparst und irgendwann gibt es nochmal einen Rücksetzer an der Börse und du kaufst dann, ich sag mal, 3, 4, 5 Jahre vorher ein, also bezogen darauf, dass der Kurs dann gefallen ist und auf einem Niveau ist wie vor ein paar Jahren, ja dann kaufst du doch auch nach. Das heißt hier genau das gleiche Beispiel. Wenn du sagst, das ist zu teuer, die Immobilien, kommt immer darauf an, wie du einkaufst. Wenn du natürlich die Preise, die im Immo-Scout oder sonst wo stehen, 1:1 bezahlst, dann gebe ich dir recht. Aber wenn du das für dich machst, wenn du für dich eine klare Kalkulation machst, habe ich dir auch hier schon mal gezeigt, wie du das berechnest, dann ist es doch relativ simpel. Dann schaust du, was ist mir das wert und dann machst du ein Angebot. Und das ist dann ein Spiel der Zahlen. Je mehr Angebote du machst, desto mehr werden angenommen. Wenn du natürlich nur ein einziges Angebot irgendwann mal gemacht hast und das nicht angenommen wurde, ja, dann ist es nicht das Gesetz der großen Zahl. Das bedeutet, rechne für dich aus, zu welchem Preis macht es für dich Sinn, die Immobilie zu kaufen, zu welchem Preis ist sie für dich Cashflow-neutral. Cashflow-neutral bedeutet für mich, es ist die Bankrate bezahlt, es ist das Hausgeld bezahlt und im besten Falle noch Tilgung und Rücklagen. Deswegen schaue, welchen Cashflow du brauchst und dann natürlich auch, welchen Preis du bereit bist zu zahlen. Wenn du sagst, oh, ich finde aber keine Objekte mehr, ja, dann liegt das aber doch eher daran, dass du keinen klassischen Suchprozess hast. Du hast dir nicht Gedanken gemacht, schaue ich in einer Region, schaue ich in einer Stadt, schaue ich bundesweit. Du hast dir darüber wahrscheinlich keine Gedanken gemacht. Und du hast auch nicht geschaut, wenn du in einer Region bist, okay, welche Stadtteile schaue ich mir an? Welche Stadtteile sind positiv? Wie entwickelt sich in den nächsten 10 Jahren? Wie werden sich die Preise dorthin entwickeln? Da gibt es ganz, ganz viele öffentlich einsehbare Statistiken, die du vielleicht einfach noch nicht nutzt. Und damit kannst du natürlich viel gezielter suchen. Ich nutze das wie folgt. Ich habe einen Suchprozess aufgebaut. Mit diesem Suchprozess ist es so, dass ich statt pro Objekt 10 Minuten, 15 Minuten oder wie lange brauche und im Gesamten am Tag vielleicht 2-3 Stunden suchen würde, ist es so automatisiert, dass es am Tag zwischen 2 und 5 Minuten Aufwand bedeutet. Das heißt, wenn du nichts findest, dann hast du noch nicht einen strukturierten Prozess dahinter. Und dann kommen wir jetzt auch schon direkt zu Punkt Nummer 5. Oh, das Ganze ist doch mit viel Aufwand verbunden. Nein, absolut nicht. Wenn du sagst, ja, aber ich muss doch das und das machen und ich muss mich doch hier drum kümmern, nein, es ergänzt sich noch. Es ist auch nicht viel Arbeit, weil es geht mir nicht darum, dass wenn du eine Immobilie kaufst, dass du ständig hinfährst und dann den Rasen mähst und dann irgendwie die Steckdose tauschst. Du bist nicht der Hausmeister von dieser Immobilie. Du bist Investor. Das darfst du verinnerlichen. Es geht nicht darum, dass du dich um die ganzen Sachen kümmerst. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du das delegieren kannst. Du kannst natürlich einen Hausmeister, eine Hausverwaltung, es gibt aber auch Möglichkeiten zu sagen, hey, ich will überhaupt nicht in Erscheinung treten bei meinem Mieter, der soll gar nicht meine Telefonnummer, meine E-Mail oder sonst was haben. Es steht dann auch jemand anderes in dem Mietvertrag drin. Das ist eine sogenannte Sondereigentumsverwaltung. All diese Möglichkeiten gibt es. Nur weil du das vielleicht noch nicht gehört hast, heißt es nicht, dass es nicht sinnvoll ist, sowas zu nutzen. Und Thema Bürokratie, ja, einmal im Jahr wird eine Nebenkostenabrechnung gestellt. Die kannst du entweder mittlerweile echt vollautomatisiert machen übers Internet, also du musst nur noch 2, 3 Zahlen eingeben, oder du delegierst auch das. Also all das ist möglich. Kommen wir zum nächsten Punkt, zu Grund Nummer 6.
Es gibt bessere Alternativen. Was könnten das denn sein? Ja, ich kaufe jetzt Immobilien-REITs oder Immobilienfonds. Nein, mach das bitte nicht. Aus dem einfachen Grunde, das sind Positionen, die an der Börse gehandelt sind. Und an der Börse hast du einfach das systemische Risiko. Das bedeutet, wenn der Gesamtmarkt fällt, das ist das Alpha, dann würdest du auch hier mit diesen Positionen Geld verlieren. Weil die sind abhängig vom Aktienmarkt. Aktien fallen, oftmals wird dann in Krisen alles über einen Kamm geschoren, dann ist es egal, ob es eine Position ist wie eine Apple, eine Amazon oder ein Immobilien-REIT. Es wird alles verkauft. Das heißt, wenn ich an der Börse investiere, dann möchte ich auch Rendite. Und die Rendite von diesen REITs und offenen Immobilienfonds ist nicht so attraktiv, dass ich bereit bin, das Alpha, also das systemische Risiko an der Börse zu tragen. Das führt mich dazu, was wäre denn eine Alternative? Relativ simpel, ein ETF-Sparplan. Das ist eine sehr gute Alternative. Und welcher, wirst du es sehen oder wissen vielleicht als langjähriger Zuschauer, der S&P 500. Der hat mittlerweile auf die letzten 100 Jahre 10,9% pro Jahr im Schnitt gemacht. Das bedeutet, hier hast du ein sehr, sehr gutes Investment. Achtung, jetzt ganz, ganz wichtig. Wenn ich dich frage, möchtest du reich sein oder gesund? Dann werden die meisten Menschen sich für eine Sache entscheiden. Ich möchte dich aber vom Mindset dahin bringen, dass du sagst, ich will beides. Ich möchte mich nicht entscheiden. Und genauso hier. Es geht darum, möchtest du Immobilien oder möchtest du Aktien, ETFs? Du möchtest beides. Relativ simpel, weil Immobilien kaufen wir ohne Eigenkapital und das eingesparte Eigenkapital, das packst du zum Beispiel in den S&P 500. Es geht nicht darum, eine Entweder-Oder-Entscheidung zu treffen, sondern es geht darum, beides zu tun, weil das Beste aus beiden Welten verbessert dein Portfolio enorm. Und das möchte ich dir einfach mitgeben, an die Hand geben. Kommen wir zu Grund Nummer 7. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Es ist oftmals fehlendes Know-how. Oftmals sehe ich in den Kommentaren, wie kann ich das vorsichtig formulieren, da sind Punkte, die euch auf der Seele liegen. Das macht auch absolut Sinn. Und ich versuche dann auch auf jeden Kommentar dir ein paar Hinweise noch zu geben. Wenn du eine Frage hast, ich beantworte die wirklich sehr, sehr gerne. Und wenn du wirklich konkrete Fragen hast, dann werde ich dir die auch fachlich und sachlich beantworten. Wenn du emotional bist in manchen Dingen und nicht über ein sachliches Know-how gehst, dann werde ich dir natürlich nicht helfen können. Ich werde versuchen, dir da aber das ein oder andere an Input zu geben. Wie kannst du das vielleicht berechnen? Wie kannst du das vielleicht anders wahrnehmen? Aber im Endeffekt ist es natürlich immer deine Entscheidung. Ich empfehle dir hier immer, bau dir eine Struktur auf. Das heißt, mach dir einen konkreten Plan von A bis Z, wie das Ganze mit Immobilien für dich aussehen soll. Bau dir einen Suchprozess, wenn du noch keinen hast. Ich habe es eben in dem Punkt schon mal angesprochen, dass du wirklich automatisiert die Immobilien reinbekommst in dein Postfach, dass du genau sagen kannst, okay, so und so und so, diese Immobilien fallen rein. Und Achtung, bitte keinen Suchprozess, wo am Tag 50 Immobilien kommen, sondern vielleicht eine, vielleicht zwei am Tag. Mehr nicht. Das heißt, baue deinen Filter qualitativ hochwertiger auf. Mache das so, dass es wirklich sich für dich rechnet und Spaß macht. Dann, wenn du keinen strategischen Plan hast, dann wird das natürlich auch schwierig mit Immobilien, weil, ich sage dir ganz ehrlich, bei Immobilien, da gehört es auch ein bisschen dazu, dir Know-how aufzubauen und einen Plan auszuhacken. Ein ETF, das kannst du kaufen, da musst du wirklich nicht viel wissen, da kannst du nicht viel falsch machen. Aber umgekehrt, wenn du tiefer einsteigen willst an der Börse, wenn du Trading machen willst, wenn du dir ein Portfolio aufbauen willst, dann brauchst du natürlich auch Know-how. Und je mehr Know-how du hast, desto besser werden deine Anlageentscheidungen und desto weniger Geld verbrennst du. Das bedeutet, wenn du dir hier einen strategischen Plan aufbaust und wenn du im ersten Schritt nur mal entscheidest, kaufe ich eine Immobilie, möchte ich 5 Immobilien, also wirklich, dass du konkret sagst, was ist dein Plan? Und dann bauen wir den Plan so auf, dass genau das für dich so eintritt. Und ganz, ganz wichtig, wenn du dann den Plan hast, dann ist es natürlich auch relevant, einen passenden Finanzierungsplan zu machen. Weil, wenn du jetzt eine Immobilie kaufst und im ersten Schritt sagst, ich möchte 5 Immobilien kaufen, dann zu deiner Hausbank gehst und die erste Immobilie finanzierst, kann es sein, dass diese Finanzierung aber so schlecht im Plan auf die weiteren 4 aufgebaut ist, dass dein
Eigenkapital oder dass deine Finanzierungsmöglichkeit einfach so runtergebrochen wird, dass du nicht mehr auf dein Ziel kommst. Weil oftmals ist es so, dass die Hausbank einfach guckt, was ist das Beste für die Hausbank, Thema Sicherheit, Thema Margin, dass sie gar nicht schaut, was ist für dich das Beste. Und da ist es wichtig, einen auf deiner Seite zu haben. Wenn es darum geht, Finanzierungen zu machen, solche Pläne auszuhacken, dann kannst du mich gerne ansprechen. Oder auch wenn es darum geht, wie kann ich an der Börse investieren. Mir geht es darum, dass du wirklich beides machst. Dass du Aktien kaufst, ETFs und dass du Immobilien kaufst. Ganz wichtig, es ist wichtig, dass du diese Immobilien ohne Eigenkapital kaufst. Weil wenn du das ohne Eigenkapital machst, hast du eine unendliche Rendite. Wie das Ganze aussieht und warum und was für weitere Gründe es gibt, ohne Eigenkapital Immobilien zu kaufen, das zeige ich dir hier in dem Video. Und da wird nächste Woche nochmal ein neues Update kommen. Schau dir das gerne an, weil dort werde ich alles nochmal reinwerfen, was auch hier über die Kommentare gekommen ist, um bestmöglich für dich deine Antworten zu finden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Dein Martin.